habe. Ich habe immer noch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das habe ich auch. Jo. Das habe ich jetzt auch. So. Tu. Das war Fail. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe, aber das sah schon mal gar nicht mal so kotzig aus. Gut, Rabe, führe mich den Weg wieder entlang und bring mich total durcheinander. Ach nö. Ich weiß nicht, den Schlag mal nicht. Immer noch. Hä? Ach komm, hier mach ich den hier, das macht fertig. Zack. Ja. Noch jemand unterm... Ja! Gibt's natürlich immer wieder. So. Tür auf! Was mich ja so ein bisschen an dem guten Tod ein bisschen stört, ist, dass er keinen Doppelsprung kann. Im Vergleich zu Krieg. Ja gut, Krieg hatte jetzt keinen richtig guten Doppelsprung, weil der war ja dann immer noch auf gleiche Höhe, aber... Trotzdem, irgendwie war das besser. Okay. Ich würde ganz stumpf und einfach behaupten, wir machen hier einen Cut. Ich lege noch den Hebelstift an.
Mal gucken, was das bewirkt. Er lässt mich mir zwei Wahlen. Okay. Lässt mir eigentlich keine Wahl, weil ich brauche das Vieh hier bestimmt. Ich danke. Ich brauche es doch nicht. Gut, okay, ich würde sagen, wir machen hier einfach den Cut jetzt und sagen, bis zum nächsten Let's Play Part. Blattrix FB, meldet sich ab. Method. In seiner wahren Form. Und tschö. Woohoo. Ja, es geht weiter mit Let's Play Darksiders. Kurze Anmerkung, wo ich hier gerade, wo ich nämlich gerade hier drin bin, gibt inzwischen jetzt Aguts Grab. Ich werde es auf jeden Fall jetzt nochmal holen. Und ich glaube, ich habe hier sowieso nicht auf 60 FPS angestellt. Also von daher würde ich sagen, bis gleich im Game. So, wieder im Game. Wir haben natürlich hier wieder... Soweit die Geschichte. Die Lust und Laune... Die Gussfestung war trocken. Doch der Reiter entfesselte das Wasser. Und dann jauchzten die Erschaffer. Denn ihre Schmiede brannte wieder. In ihren Feuern machten sie einen Schlüssel, der Stein erwecken konnte. Ich wollte gerade sagen, dass damit wir die Cutscene sehen können. Egal, wir setzen das Spiel fort. Wir haben hier noch einiges zu tun. Und ich möchte natürlich das Ganze auch ganz gerne weiter fortführen. Und Bams! Ah, ich liebe die ganzen Movesets und sowas. Und für mich ist es im Moment gerade laut. Aber ich habe schon nachgeprüft, ob das hier alles so läuft. Also es sollte hier eigentlich keine großen Probleme mehr machen. Hallo? Traps? Magst du vielleicht mich heute wieder nicht? Und doch. Irgendwie mag es mich doch. Oder auch nicht. Fraps mag mich heute wieder nicht. Nichtsdestotrotz. Da durch die Tür muss ich. Okay. Dadurch. Ja. Aber ich glaube, das habe ich schon vorher gesagt. Aua. Nein, ich konnte den. Oh, den habe ich ins Wasser geschmissen. Ich glaube nicht, dass der das so gut abkann.
Ja. Gibt's hier sonst noch irgendwie was? Bams. Oh ja. Spezialtötung. Ich mag das. Bams. Wie, du lebst noch? Ich wollte das gerade sagen. Cool. Kamera, du machst es mir im Moment nicht gerade leicht. Ich weiß noch nicht mal, wohin ich muss, also. Aber ich glaube, ich habe irgendwie den richtigen Weg hier durch den Raum gefunden. Kann das sein? Falsche Taste. Ja, das mit Select, das werde ich, glaube ich, nie so wirklich lernen. Was das denn da? Ja, ich glaube, ich habe den richtigen Weg schon gefunden. Lag. Der Schlupf. Oh Gott. Also irgendwas, lieber Entwickler, habt ihr bei der Farbengebung irgendwie ein bisschen verkehrt gemacht, habe ich das Gefühl. Berge versetzen. Platz für einen Schlüssel. Ja, da muss ich wohl irgendwann später durch. Ach, Karin, du bist wieder da. Es wäre auch ein großes Wunder gewesen, wenn Karin nicht hier vor dem Tempel stehen würde. Aber dort ist eine Schatzkiste. Oder ein Schatzsarg. So, welchen Schrott habe ich denn jetzt schon wieder bekommen? Besessene Handschuhe. Stimmt. Da wollte ich nochmal gucken, irgendwie so ein. Zumindest ein Handschuhpaar irgendwie verbessern. Spektraler Faustschild. Okay. Okay. Das ist nicht so gut wie meins. Ist auch nicht so gut wie mein jetziges. Ach so, und der Schafferschlüssel. Mal so einen Gesundheitsdrink schlürfen. Reiter, kann ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Was ist es denn dieses Mal, Bub? Ein Kompass, der mich zu vielen Wundern führte, als ich noch jung war. Ich dachte, er sei verloren, so wie der Tempel. Da du aber nun einen gefunden hast, folgt der andere. Nun gut, Karn. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Ich war hier schon einmal, als ich